Hallo ihr Lieben, es ist Samstag, der 6. April und ja, ich habe heute schon fleißig gelesen. Ich habe heute One Passion beendet von Lauren Blakely. Das ist wieder eine richtig tolle, zuckersüße, niedliche Liebesgeschichte und habe dann angefangen mit Dragon Fortune 2 von der lieben Nikki und da habe ich jetzt 30 Seiten gelesen und habe dann mich jetzt aber entschieden, heute noch ein bisschen zu zocken, weil ich mir gerne bei Red Dead Redemption wieder einen Araber fangen möchte. Und ja, das versuche ich jetzt schon seit, keine Ahnung, 2 Stunden. Das funktioniert nicht. Ich könnte so kotzen. Aber egal. Ja, ansonsten gibt es bei mir eigentlich auch nichts Neues seit dieser Woche. Ich bin heute komplett ungeschminkt. Ich sehe so furchtbar aus. Und meine Haare sitzen nicht. Und ach, alles scheiße. Ich habe auch schon wieder hier einen dicken Hals. Und das war heute früh richtig schlimm. Ich konnte nicht schlucken und nichts. Ich habe dann hier alles mögliche, was ich hatte an Salbe und Spray und keine Ahnung was drauf geklatscht. Jetzt geht es langsam wieder. Aber eigentlich wollte ich heute drehen, aber ich habe halt auch Angst, dass wenn ich jetzt dann zu lange rede, meine Stimme komplett weggeht. Deswegen werde ich das Drehen mal auf morgen verschieben und gucken, wie es morgen läuft. Und ich hoffe, dass ich dann morgen drehen kann und dann noch morgen schneiden kann. Das wird dann morgen wieder ein bisschen stressig für mich alles, aber shit happens. Ich bin auch schon seit heute früh 5:30 wach, weil ich nicht mehr schlafen konnte aufgrund meines Halses. Und ich will nicht wieder krank werden. Ich habe das gestern schon gemerkt und habe gestern schon angefangen, Aspirin zu nehmen. Also hier dieses Komplexzeug, was man ja vorbeugend nehmen kann. Und habe mir da auch gleich die doppelte Dosis reingehauen. Und ja, hoffe, dass es jetzt nicht schlimmer wird. Und wie gesagt, aber jetzt so mit meinen ganzen Heilmittelchen von Salbe über Mundspray, über Salbei-Bonbon und heiße Zitrone. Irgendwie stellt die Kamera mich gerade schon wieder nicht scharf. Ja, bin ich. Mich scharf stellen. Ja, auf jeden Fall habe ich gerade meine ganzen Heilmittelchen angewandt, die so gehen. Im Moment geht's. Also es ist echt gut im Moment. Und ja, ich hoffe, dass es jetzt so bleibt. Ich muss mir gleich noch eine heiße Zitrone machen. Die ist nämlich alle. Und ich wollte mit euch eigentlich nur 2 Pakete auspacken. Ich habe nämlich Post bekommen mit 2 Büchern. Und da wollte ich jetzt mit euch mal kurz reinschauen und die euch zeigen. Und ja, ansonsten gibt es eigentlich auch nichts Neues zu berichten bei mir. Ich habe mir jetzt heute überlegt, ich gehe am 15. April ins Kino. Da gehe ich mit der Janine und mit der Maria in After Passion. Und schon wieder ist die Kamera unscharf. Irgendwie kommt die nicht klar mit dem Kissen hinter mir. Auf jeden Fall gehe ich am 15.04. mit Maria und Janine ins Kino. Und ich habe mir überlegt, ich werde mir jetzt erst den Kinofilm angucken. Und je nachdem, wie der Film so ist und wie der mich anspricht, werde ich dann entscheiden, ob ich weiterlese oder nicht. Rein vom Buch her habe ich gerade keine Ambition weiterzulesen, weil mir alle gesagt haben und wirklich alle, mit denen ich über dieses Buch gesprochen habe, dass diese Scheiße vom ersten Teil genau im zweiten so weitergeht und dass sich das komplette Buch auch nochmal so durchzieht. Und ich fand das im ersten Teil schon so extrem nervig und deswegen weiß ich jetzt gerade noch nicht, ob ich weiterlese. Wie gesagt, ich will jetzt erstmal den Film gucken. Wenn der Film mich jetzt überzeugen kann und spannend ist und gut ist und ich unbedingt wissen will, wie es jetzt weitergeht mit den beiden, dann werde ich weiterlesen. Aber ansonsten denke ich mal eher nicht. Ich muss mich ja jetzt hier nicht mit solchen Oschi-Büchern quälen, wenn ich es eigentlich gar nicht lesen will. Und wie gesagt, mich hat der erste Teil schon extrem genervt. Das ist übelstes Kindergartentheater in diesem Buch. Aber es ist halt Kindergartentheater, was man lesen möchte. So, lange Rede, kurzer Sinn. Ich packe mit euch mal kurz aus. So, ich denke, so sollte es gehen. Ich habe schon mal den Schnippel abgemacht. Und das Buch, was ich hier habe, ist immer noch Wir von Elja Janus oder Elja Janus, ich weiß nicht, wie man sie ausspricht. Dieses Buch hat inzwischen ein neues Cover. Ich blende euch das neue Cover mal hier drüben ein. Ich habe es jetzt noch mit dem alten Cover, was ich jetzt absolut nicht schlimm finde. Ich finde das Cover hier eigentlich auch echt hübsch. Und in dem Buch geht es um Folgendes. Über 25 Jahre ist es her, dass Lina und Joe ihre bepinselten Händchen gegeneinander drückten, um eine neue Farbe zu erschaffen. So einzigartig wie ihre Freundschaft. Als sie sich nun unerwartet auf einer Party wieder gegenüberstehen, wissen beide schnell, dieses Mal ist es so viel mehr. Doch die Zeit hat ihre Spuren hinterlassen, die eine Beziehung unmöglich zu machen scheinen. Ich bin schon sehr gespannt auf die Geschichte und ich werde euch natürlich berichten, wie es mir gefallen hat. Und ich finde, es klingt mal wieder nach einer ganz, ganz süßen Story. Dann haben wir Paket Nummer 2. Ich freue mich so. Und zwar haben wir hier den 4. Teil von Broken Darkness. Woop woop. Da freue ich mich ja schon so drauf. Ich werde jetzt aber zuerst das Buch von Nikki lesen, dann habe ich noch With or Without You hier liegen und dann will ich ja noch das hier lesen und dann das. Also ich habe in nächster Zeit wieder sehr, sehr viel lesetechnisch vor.
Das sind auch alle Rezensionsexemplare, die jetzt in nächster Zeit bei mir eintrollern werden. Mehr werden es nicht, Gott sei Dank, aber es sind ja auch schon wieder 3 Stück. Also meine Vorsätze mit weniger Rezensionsexemplaren klappen manchmal nicht ganz so gut. Ansonsten gibt es jetzt, wie gesagt, nichts weiter zu berichten. Ich sehe furchtbar aus, es tut mir leid, aber so sehe ich halt nur mal aus, wenn ich krank bin und einen dicken Hals habe und seit früh 5:30 wach bin und nicht richtig geschlafen habe, weil ich auch erst um 2 ins Bett bin. Und ja, so ist das. So, ich hoffe, dass ich morgen drehen kann oder heute Abend vielleicht noch. Ich muss mal gucken. Aber da mein Mann zu Hause ist und ich den nicht 2 Stunden irgendwohin verbannen möchte, ins stille Eckchen quasi, dass er ruhig ist, werde ich das alles, denke ich, mal auf morgen verschieben. Und jetzt habe ich lange genug erzählt und ich würde sagen, ich melde mich später. Bis dann. Hallo ihr Lieben, es ist Donnerstag, der 11. April. Ich muss gleich ins Büro und ich dachte mir, ich melde mich vorher noch mal ganz kurz bei euch und gebe euch ein kurzes Update. Ich habe in den letzten beiden Tagen das hier gelesen, With or Without You von Geneva Lee. Ich habe es gestern beendet. Ich muss sagen, dieses Buch hat sich mega schnell lesen lassen. Also ich war wirklich nach 2 Tagen fertig und ich habe nicht lange gelesen an den 2 Tagen. Ich glaube, ich habe jeweils 2 Stunden gelesen. Also das Buch lässt sich echt extrem schnell lesen. Und ja, was soll ich sagen? Dieses Buch tendiert wieder Richtung niedliche Liebesgeschichte. Allerdings habe ich hier irgendwie das Gefühl, dass die wichtigsten Sachen gefehlt haben. Also immer wenn eine Stelle gerade schön war oder spannend war oder irgendwas, dann wurde die ganz schnell abgehandelt. Dann wurde nicht richtig auf diese ganze Sache eingegangen. Dann ging das so bam, 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 nächste Szene. Und das war ganz oft bei dem Buch und ich dachte mir die ganze Zeit so irgendwie, ich habe das Gefühl, entweder was Entscheidendes verpasst zu haben oder halt, dass einfach was Entscheidendes fehlt und das finde ich nicht gut. Ich habe mich so auf die Geschichte gefreut. Ich war so hyped auf das Buch, das war wahrscheinlich wieder mal mein Fehler, weil ich ja den ersten Teil so toll fand und ich war so gespannt, was mit dieser Geschichte ist und was daraus wird und dann passierte echt alles extrem schnell und ich finde einfach, dass dieses Buch hätte länger sein müssen. Ich habe das Gefühl, ich habe nur so eine halbe bis dreiviertel Geschichte gelesen und wie gesagt, ich habe halt das Gefühl, was Entscheidendes verpasst zu haben. Das finde ich ein bisschen blöd. Ansonsten mag ich die Charaktere, ich mag die Story. Ich fand das Setting am Anfang in Mexiko auch echt cool. Und es hätte eine richtig gute Geschichte echt werden können, wenn ich nicht das Gefühl hätte, nur ein halbes Buch gelesen zu haben. Und das fand ich irgendwie nicht gut. Also ich finde die Geschichte trotz allem echt süß und so. Aber ich bin da so echt ein bisschen im Zwiespalt mit der Geschichte. Ich habe jetzt auch echt überlegt, wie viele Sterne ich dem Ganzen auf Goodreads geben soll. Weil eigentlich war die Geschichte ja cool und so. Und die Charaktere mochte ich. Aber andererseits hat einfach irgendwie was gefehlt. Oh, es ist echt schwierig, das Buch zu bewerten, finde ich. Aber es ist halt definitiv für mich nicht so gut gewesen wie der erste Teil. Was ich sehr, sehr schade finde. Ich werde den dritten Teil auf jeden Fall auch noch lesen. Da geht es dann um die dritte Freundin. Das möchte ich auf jeden Fall auch noch wissen, was da so abgeht. Aber das hier hat mich jetzt echt enttäuscht, leider muss ich sagen. Mehr dazu erzähle ich euch dann im Video. Ansonsten war die Woche bei mir nicht viel los. Ich weiß gar nicht mehr, wann ich mich das letzte Mal bei euch gemeldet habe. Ich glaube Montag oder so. Keine Ahnung. Ansonsten bin ich echt froh, wenn diese Woche jetzt vorbei ist. Es ist ja nur noch heute und morgen. Ich bin echt durch. Ich bin echt urlaubsreif. Ich habe ja nächste Woche frei. Weil mein Kollege ist krank und ich muss Urlaubsvorbereitung machen, weil ich ja nächste Woche nicht da bin. Und dann müssen wir seinen Kram noch mitmachen und das funktioniert irgendwie alles nur semi-gut. Und wir drehen uns ganz schön im Kreis im Moment auf Arbeit, deswegen bin ich einfach froh, wenn diese Woche vorbei ist. Naja. Aber das Gute ist, man hat den ganzen Tag durchweg zu tun und die Zeit geht echt extrem schnell rum. Ja, heute in der Mittagspause muss ich dringend Haarwäsche kaufen. Ich habe gestern Haare gewaschen und dachte so, oh! Alles, hatte ich ja auch noch nie. Sonst kaufe ich immer gleich so, wenn ich merke, es geht zur Neige. Aber irgendwie habe ich diesmal vergessen, Haarwäsche zu kaufen. Muss ich heute mal noch machen. Ja. Am Wochenende will ich auf jeden Fall drehen. Ich will endlich dieses Q&A drehen. Ich hatte ja letzte Woche da auch nochmal auf Instagram nach Fragen gefragt. Und es sind ein paar kleine Fragen zusammengekommen. Also werde ich am Wochenende auf jeden Fall das Q&A drehen. Dann wollte ich noch, was wollte ich denn noch drehen? Auf jeden Fall die Rezension zu With or Without You und ja, das war's auf jeden Fall erstmal. Ich wollte auch schon längst mal wieder ein Bücherregal-Update machen. Mir fällt gerade, ich muss das Gewinnspiel ja noch auslosen. Oh, fällt mir gerade ein. Ich muss das Gewinnspiel noch auslosen von dem Messe-Goodie-Bag. Das habe ich ja total vergessen. Das werde ich heute Nachmittag mal machen.
und werde heute Nachmittag meine Community-Mitteilung schreiben. Das habe ich ja total verrafft. Das ist ja seit letzter Woche schon vorbei. Und ich habe es vergessen. Leute, oh, ich sage dir, ich bin sowas von urlaubsreif. Ja, also das werde ich heute Nachmittag auf jeden Fall noch auslosen. Oh, ich habe es total verrafft. Damit ich das vielleicht morgen oder so noch wegschicken kann, bevor ich dann Urlaub habe. Kopf wie Sieb. Naja, ich habe auf jeden Fall Buchpost bekommen die Tage. Ich habe nichts mehr angefragt und ich habe Buchpost bekommen. Ich habe auch extra nochmal geguckt, ob ich da letztes Jahr irgendwie eine Mail an den Verlag geschickt habe oder so, aber gar nicht. Das heißt, das Buch wurde mir jetzt einfach wieder zugeschickt, was ich jetzt absolut nicht schlimm finde, da ich dieses Buch lesen wollte, aber halt nicht jetzt. Das haut wieder meine ganze Leseliste durcheinander. Und zwar habe ich bekommen, wartet, okay. Und zwar habe ich bekommen das hier, Dark Palace, die letzte Tür tötet. Das ist der zweite Teil dieser Reihe. Ja, ich wollte das Buch auf jeden Fall lesen, aber halt eigentlich jetzt laut meiner Liste erst in 2 Monaten, glaube ich. Ja, jetzt werde ich irgendwas von der Liste runternehmen und dann an die Stelle setzen, wo das hier stand, damit ich das dann jetzt lesen kann. Tada! Weil wenn mir der Verlag das schon zuschickt, netterweise, und ich das Buch ja eh lesen möchte, dann lese ich es halt jetzt auch gleich. Macht ja sonst keinen Sinn. Aber zuerst lese ich jetzt schon, nee, immer noch Wir, dann lese ich Broken Darkness und dann lese ich das. So ist jetzt der Plan. Ja, heute Abend will ich auf jeden Fall mit dem Schätzchen hier anfangen. Das ist immer noch das alte Cover von diesem Buch, das sieht jetzt also anders aus. Ja, ich bin mal sehr gespannt auf die Geschichte und wie gesagt, danach Broken Darkness und dann Dark Palace. Und nächste Woche habe ich ja Urlaub, da lese ich mit der kleinen Sina zusammen den zweiten Teil von Grisha auf jeden Fall. Da freue ich mich auch schon sehr drauf, dass wir da den zweiten Teil jetzt lesen. Und ja, das ist so mein Lesevorhaben. Das werden, denke ich mal, so die Bücher für diese und nächste Woche noch sein. Und ja, mehr gibt es jetzt eigentlich an dieser Stelle auch nicht zu berichten. Das ist ansonsten nicht viel passiert bei mir. Am Montag gehen wir ins Kino, da gucken wir After Passion. Ich bin mal sehr gespannt, wie das Ganze so wird. Und ja. Ich würde jetzt sagen, ich melde mich später nochmal, vielleicht Samstag oder Sonntag, mal gucken. Und ja, bis dahin, Tulidu. Und ich habe schon wieder keine Ahnung, wie lange ich hier dieses Weekly Reading eigentlich schon wieder mache. Ich muss mir das mal irgendwo hinschreiben. Ich weiß es nicht, ich muss mal in meine Dateien gucken, wann ich das hier angefangen habe. Ah, egal, bis dann. Hallo ihr Lieben, heute ist Mittwoch. Es ist fast jetzt eine Woche her, dass ich mich gemeldet habe, glaube ich. Es tut mir leid, ich wollte mich schon viel, viel eher wieder melden, aber bei mir war hier in den letzten Tagen pures Chaos. Am Freitag hatte ich einen leichten Zahnunfall, weswegen ich nicht vor die Kamera wollte, weil ich einfach das Gefühl hatte, man hätte das in der Kamera gesehen. Und ich glaube nicht, dass man es gesehen hätte, meinen Zahnunfall, aber ich war mir halt einfach so unsicher und dann wollte ich nicht vor die Kamera. Und dann war ich am Montag erst beim Zahnarzt, weil ich Freitag nicht mehr hingekommen bin. Und dann hatte ich Montag aber keine Zeit mehr, mich zu melden. Und gestern war auch pures Chaos hier bei uns. Und ja, heute ist der erste Tag, wo ich mal wirklich Zeit auch für mich habe und einfach auch mal das machen kann, was ich möchte. Und ja, deswegen melde ich mich jetzt bei euch. Ich habe gerade eben schon gedreht. Ich habe 3 Buchvorstellungen noch abgedreht und habe das Q&A endlich gedreht. Ich glaube, das Q&A ist die reinste Katastrophe. Aber reden wir nicht weiter darüber, denn ich habe mich absolut nicht vorbereitet auf die Fragen, weil ich dachte, hey, wenn du zu viel drüber nachdenkst, dann ist das doch kacke. Und habe halt gedacht, ich lese die Fragen und gebe sofort eine Antwort. Da waren aber so viele Fragen dabei, wo ich echt überlegen musste, dass ich dachte, scheiße, hättest du dich doch vorbereitet. Aber naja, egal. Es ist auch viel, viel länger geworden, das Q&A, wie ich dachte. Ich dachte so, ich habe Fragen so für 10 Minuten, vielleicht 15. Mein Rohmaterial sind 50. Ich rede einfach zu viel. Ich rede einfach gern und viel mit der Kamera und ich verliere mich dann wieder in Dingen und naja, egal. Ich muss dann das jetzt irgendwie mal noch schneiden und kürzen und alles, aber das mache ich später. Ich habe jetzt gerade ein Video geschnitten, was ich gedreht habe, weil die Buchvorstellung heute noch online gehen soll. Eigentlich sollte die gestern schon online gehen, aber damit die heute noch online geht, habe ich das jetzt schnell fertig gemacht. Den Rest werde ich dann morgen früh in Ruhe schneiden. Da werde ich mich gleich ransetzen, wenn ich aufgestanden bin. Aber heute habe ich keinen Bock mehr. Denn ich habe von der lieben Janine, hallo, sei gegrüßt an dieser Stelle, liebe Janine. Sie hat mir eine Serie empfohlen und zwar A Discovery of Witch. Das ist eine Serie, die verfilmt wurde auf Basis der Bücher von Deborah Harkness.
Ich weiß nicht, ob die Witch Chronicles oder sowas heißt, die glaube ich. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Auf jeden Fall hat Janine die Serie gesehen und die Bücher gelesen und hat gesagt, guck dir das an, das ist so toll, lies die Bücher. Und ja, jetzt habe ich gerade angefangen, die Serie zu gucken und habe die ersten zwei Folgen geguckt, während ich jetzt Mittag gegessen habe und so. Und ich muss weiter gucken. Also es tut mir leid, schneiden alles, muss jetzt hinten anstehen. Ich muss heute auch noch 100 Seiten Grisha lesen, aber ich muss jetzt erstmal die Serie gucken. Die hat jetzt Vorrang. Also liebe Janine, falls du das hier siehst, Serie ist gut. Gefällt mir bisher sehr, auch wenn ich aus die ersten zwei Folgen nur geguckt habe. Ja, da werde ich jetzt auf jeden Fall noch eine Folge gucken. Danach werde ich vielleicht dann endlich mal Grisha weiterlesen, denn aktuell lese ich jetzt noch Grisha 2 mit der lieben Sina zusammen. Was ihr jetzt verpasst habt, lesetechnisch ist Broken Darkness 4, immer noch Wir und With or Without You. Ich weiß nicht, ob ich das letzte Donnerstag schon fertig hatte, keine Ahnung. Das sind die drei Bücher, die ich jetzt zuletzt gelesen habe und die habe ich auch heute abgedreht, weil das alles drei Rezensionsexemplare waren. Und ja, das habe ich jetzt gemacht. Wie gesagt, schneiden mache ich morgen früh in aller Ruhe. Da ist auch Milo am Schlafen, da schwuft er hier nicht noch so durch die Gegend. Da habe ich immer keine Ruhe, wenn ich am Rechner sitze und Milo dämmelt hier rum und möchte spielen. Und das ist dann immer ein bisschen doof, wenn ich dann keine Zeit für ihn habe. Deswegen, Fernsehen gucken kann ich ja nebenbei, während wir spielen, aber halt alles andere nicht. Deswegen ist jetzt erstmal Fernsehzeit und Milo-Zeit. Und ja, ansonsten, was könnte ich euch noch erzählen? Wir waren am Montag im Kino in After Passion, also Janine und noch eine Freundin von mir. Und ja, ich habe, nachdem ich den Film gesehen habe, für mich gesagt, ich lese die Reihe nicht weiter. Ich habe für mich jetzt auf jeden Fall entschieden, After Passion nicht weiterzulesen. Ich werde meine Reihe, ich habe die ja komplett schon hier, ich werde die wieder verkaufen. Ich habe da keine Lust zu. Also ich habe jetzt den Film gesehen, der Film hatte mit dem Buch nicht wirklich irgendwas zu tun. Allerdings fand ich das Ende gut gemacht, weil das Ende im Film so gemacht ist, dass es rein theoretisch noch weitergehen könnte, es aber nicht schlimm ist, wenn es nicht weitergeht. Also das Ende war okay und das war für mich ein gutes Ende für diese Geschichte. So, und das nehme ich jetzt mir aus dem Film mit raus. Dieses Ende war für mich gut und so, dabei belasse ich es auch. Der Film an und für sich war ein Teenie-Film, also für 12-, 13-jährige Mädchen ist das voll das Ding. Wie gesagt, der Film hatte mit dem Buch nicht irgendwie was gemein. Die komplette Story war komplett auseinandergenommen. Dieser Kernpunkt der Geschichte, dieses Hin und Her zwischen Tessa und Harlan war da überhaupt nicht. Harlan war voll der Softie. Das hat alles hinten und vorne nicht gepasst und das hat absolut nicht zum Buch gepasst. Und ja, wie gesagt, ich werde die Reihe jetzt auf jeden Fall nicht weiterlesen. Der erste Teil, der ging mir so auf den Sack. Tessa ging mir auf den Sack. Harlan ist ein Psycho. Das ging mir auch einfach alles nur auf den Keks. Und ich tue mir das jetzt nicht noch drei Bücher an. Und ja, kann ich ein Buch von meiner Leseliste wieder streichen, weil ich hatte den zweiten, dritten, vierten Teil jetzt jeden Monat ein Buch auf meine Leseliste noch gesetzt, damit das halt dann auch schnell wieder weggelesen ist. Aber die kann ich ja jetzt alle streichen, habe ich Zeit für ein Buch mehr jeden Monat. Finde ich jetzt auch nicht verkehrt und ich möchte meine Zeit halt auch mit Büchern verbringen, wo ich Spaß beim Lesen dran habe und wo ich jetzt nicht so denke, wisst ihr, was ich meine? Deswegen, für mich ist das Filmende ein gutes Ende für diese Geschichte und das nehme ich mir aus dem Film mit raus und Thema erledigt. Mehr gibt es jetzt für mich, was After Passion betrifft, nicht mehr. Schluss, aus, Ende. Ja, ansonsten, ich habe ja Urlaub, wie gesagt, die Woche, aber ich habe noch keinen Tag Ruhe außer heute. Gestern war totales Chaos, vorgestern hatte ich auch nur Stress und war unterwegs, weil wie gesagt, da waren wir im Kino, da habe ich mich mit Janine in der Stadt getroffen und Milo ist momentan so ein bisschen unausgelastet, ich weiß nicht, was der hat, der kommt nicht richtig zur Ruhe, der will den ganzen Tag Aufmerksamkeit und rumrennen und dies und das und das ist halt auch schon sehr anstrengend und ja, heute geht das alles, also Milo ist heute auch echt entspannt, Gott sei Dank und ja, deswegen habe ich jetzt heute mal Zeit und Ruhe und wie gesagt, jetzt werde ich ein bisschen Fernsehen gucken, dann werde ich noch ein bisschen lesen und eigentlich wollte ich heute noch meinen Kleiderschrank machen. Mal gucken, ob ich das heute noch irgendwie auf die Reihe kriege. Morgen ist Schneiden angesagt und Papiere sortieren. Dann, ja, vielleicht morgen Abend ein bisschen streamen, mal gucken. Ich bin ja mit Red Dead Redemption jetzt fertig mit der Story. Vielleicht ein bisschen Far Cry spielen oder so. Schauen wir mal. Vielleicht fange ich auch mit Spider-Man an, ich weiß es noch nicht. Also, ja, schauen wir mal. Und jetzt kommt hier der Rasenmäher, das ist für mich das Zeichen aufzuhören. Ich filme das Ganze jetzt schon zwar wieder über zwei Wochen, aber ich habe jetzt aus drei Abschnitte gefilmt. Und deswegen werde ich jetzt noch einen Abschnitt filmen oder zwei. Ich würde sagen, ich ziehe das jetzt noch bis nach Ostern und dann beende ich das Ganze hier und ich gucke, dass ich mich jetzt öfters nochmal melde, so alle zwei Tage
Und ich sag mal bis dann. Gott, ist das ein lautes Teil, ey. Guten Abend. Ich habe mich das letzte Mal am Mittwoch gemeldet. Morgen ist wieder Mittwoch. Ich habe dieses Weekly Reading einfach zwischendurch immer wieder vergessen. Oh, ey, das darf ich keinem erzählen, ne? Ich habe vorhin so gedacht, ja, du wolltest ja eigentlich noch das Weekly Reading heute schneiden und dann stelle ich fest, oh, ich habe am Mittwoch gesagt, ich drehe noch 1-2 Abschnitte, ehe ich das beende. Also muss ich meinen Plan, dieses Weekly Reading jetzt zu schneiden, damit es am Donnerstag online geht, verwerfen. Das heißt, dieses Weekly Reading wird jetzt wahrscheinlich am Donnerstag nicht online gehen. Vielleicht am Freitag. Vielleicht kann ich ja heute noch einen Abschnitt machen und Donnerstag noch einen Abschnitt machen. Und dass ich es dann Donnerstag noch fix schneide, dass es Freitag online gehen kann. Vielleicht klappt ja der Plan. Also falls ihr Freitag dieses Video hier von mir bekommt, dann hat mein Plan funktioniert. Falls dieses Video an einem Freitag online geht, ansonsten hat der Plan nicht funktioniert. Ja, ich bin irgendwie momentan, was Weekly Readings betrifft, irgendwie total raus. Ich weiß nicht warum, ich vergesse das einfach immer wieder. Ich habe die Kamera extra hier bei mir in der Stube liegen, dass ich halt sie auch immer sehe, dass ich halt auch dran denke zu filmen. Und trotzdem vergesse ich es immer, immer wieder. Junge, Junge, Junge. Auf jeden Fall habe ich mir gedacht, ich melde mich jetzt bei euch, denn ich habe heute ein Buch beendet. Ich habe auch am Wochenende ein Buch beendet. Ich habe sogar zwei Bücher am Wochenende beendet. Ich habe Grisha beendet, den zweiten Teil fand ich richtig gut. Zwischendurch sehr, sehr langatmig und sehr politisch, das fand ich weniger gut. Aber das Ende hat mir wieder sehr gut gefallen. Ich bin jetzt so auf den dritten Teil gespannt. Den dritten Teil von Grisha fangen wir an, am 1. Mai zu lesen. Da haben wir gesagt, da haben wir jetzt noch so ein bisschen Luft, so da dazwischen noch was anderes zu lesen. Und ja, fangen dann am 1. Mai an mit dem zweiten Teil von Grisha. Und ja, dann habe ich angefangen, den fünften Teil der Green Mountain Serie zu lesen. Das ist ja die Geschichte von, ich habe schon wieder ihren Namen vergessen, Ella und Gavin. Ich sage immer, ich will mal Caden sagen, aber der Typ heißt Gavin. Meine Fresse, ich kann es mir einfach nicht merken. Ich weiß nicht, warum ich aus diesem Gavin einen Caden machen möchte. Ich habe keine Ahnung. Ich habe immer, wenn ich an dieses Buch denke, immer Ella und Caden im Kopf. Habe ich irgendein anderes Buch gelesen, wo es ein Ella-Caden-Pairing gab? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall Ella und Gavin. So, dieses Buch habe ich gelesen. War wieder eine richtig süße Geschichte, aber ich war so ein bisschen enttäuscht vom fünften Teil. Ich habe mir irgendwie eine andere Herangehensweise vorgestellt und dann ging mir das in diesem Buch irgendwie auch alles so ein bisschen zu schnell. Und dieser Konflikt am Ende war für mich eigentlich kein richtiger Konflikt, weil ich einfach finde, dass sie total überreagiert hat in der Situation am Ende, wo dieser große Konflikt dann herbeigeführt wird. Und das war so ein bisschen, was mich auch gestört hat, aber ansonsten mochte ich die Geschichte sehr. Dann habe ich angefangen gestern mit, wartet, dem Schätzchen hier. Das ist der 7. Teil der Diamonds Verlorfreihe, den hatte ich mir ja im Urlaub gekauft. Und den habe ich gestern angefangen und jetzt gerade zu Ende gelesen. Es sind ja mal keine sehr dicken Bücher. Und ja, ich fand den 7. Teil wieder richtig, richtig toll. Der hat mir auf jeden Fall besser gefallen wie der von Alice und Nate. Ich war ja von Alice und Nate schon so enttäuscht, weil ich einfach so viel in diese Geschichte reingesetzt hatte, weil ich einfach so gespannt war auf diese Geschichte, weil ich einfach mir so viel erhofft habe von dieser Geschichte. Und dann war die Geschichte süß und niedlich, aber sie hat mich halt leider nicht umgehauen. Und bei der Geschichte jetzt war das so, das ist die Geschichte von Blake und Clara. Clara lernen wir im Teil davor kennen. Und auch hier muss ich sagen, dass es wahnsinnig schnell zwischen den beiden dann ging auf einmal. Also nachdem sie festgestellt haben, dass sie sich gut finden, ging das alles rasend schnell. Aber in dem Buch hat mir gefallen, dass es hier nicht diesen, naja, also es gibt ihn schon, diesen künstlich herbeigeführten Konflikt am Ende. Ich meine, jeder, der Liebesromane liest, wird das kennen, ne? Es ist gerade alles schön, dann passiert etwas höchst Dramatisches, was unsere zwei Charaktere noch überwinden müssen und dann ist alles wieder schön. So, das ist ja eigentlich so Standard in jeder Liebesgeschichte. Und hier, bei dem Buch war das jetzt so, dass dieser Konflikt am Ende ungefähr so groß war. Es war ein mini kleiner Konflikt, der sich über 2-3 Seiten erstreckte und das fand ich gut, weil ich fand halt das erfrischend, dass das halt nicht so künstlich überdramatisiert und aufgebauscht wurde, weil es dadurch für mich so ein bisschen realistischer einfach gewirkt hat. Dieser Konflikt war immer noch sehr nett. Also ich muss ja wirklich sagen, diese Konflikte, ne, in diesen Büchern, also auch hier in den Büchern, die sind alle so nett.
Da fallen keine Schimpfwörter, da flucht keiner. Die sind einfach alle total nett. Das ist einfach irre, wie lieb, nett und freundlich die alle hier sind in dieser Reihe. Also ja, also dieser kleine nette Konflikt am Ende, den fand ich wirklich süß. Und das fand ich gut, wie gesagt, dass es nicht zu überdramatisiert wurde, dass es nicht zu sehr aufgebauscht wurde. Denn dadurch hat es für mich, wie gesagt, für mich ein bisschen realistischer gewirkt. Und ich fand das Buch hier wieder richtig, richtig süß. Es gibt jetzt noch zwei Bücher aus der Reihe. Einmal geht es um Daniel, den Zwillingsbruder von Blake. Und dann geht es noch um Summer, das ist das Nesthäkchen der Familie, die jüngste. Und ja, auf die zwei Bücher freue ich mich noch. Ich muss aber auch wirklich sagen, dass ich froh bin, wenn diese neunteilige Reihe dann zu Ende ist. Es ist zwar wirklich immer wieder toll, in die Bennett-Familie reinzukommen, sie zu sehen und zu erleben. Und das ist so einfach eine richtig tolle Familie, wo man gern auch selber ein Teil von sein möchte. Aber ich finde, mich strengt das immer sehr an. Also ich finde Reihen, die so lange gehen, das erfordert immer sehr viel Ausdauer. Und mich strengt das dann echt immer extrem an, da auch dran zu bleiben. Und deswegen bin ich froh, wenn diese neuen Teile dann vorbei sind. Und ich bin auch echt froh, dass diese Bücher immer in so kurzen Abständen rausgekommen sind. Es sind ja immer jeden Monat ein Buch gekommen, 3 Monate lang. Dann war 4 Monate Ruhe, dann ist wieder 3 Monate lang jeden Monat ein Buch gekommen, dann war wieder 4 Monate Ruhe. Dadurch hat sich das nicht so über einen extrem krassen langen Zeitraum gestreckt. Ich mag diese Reihe immer noch total. Und kann jedem diese Reihe wirklich nur empfehlen, der gerne Liebesgeschichten mit Erotik liest, wo die Erotik nicht dominiert, sondern die Geschichte. Und ja, ich bin schon auf den nächsten Teil gespannt. Der kommt ja dann schon nächsten Monat raus. Und ja, werde euch dann natürlich auch wieder berichten, wenn ich ihn gelesen habe, wie er mir gefallen hat. Und dann habe ich ja ein Buch zugeschickt bekommen. Das hatte ich euch ja, glaube ich, gezeigt, ne? Und das werde ich jetzt als nächstes lesen. Also mein nächstes Buch wird jetzt Dark Palace, die letzte Tür tötet von Vic James. Ich glaube, das ist auch noch nicht der letzte Teil. Ich glaube, da kommt noch ein Buch. Ich glaube, das ist eine Trilogie. Ich weiß nicht. Manchmal ist es echt schwierig, bei Reihen rauszukriegen, wie viele Teile die haben wird. Bei manchen steht es von vornherein da. Und bei manchen kriegt man es einfach nicht raus. Ich glaube, Cat and Cole und Monsters of Verity ist auch nur eine Dilogie. Ich glaube, da kommt auch kein dritter Teil. Aber die muss ich ja auch erstmal noch lesen und die sind ja auch schon draußen. Aber die werde ich mir jetzt nächsten Monat gönnen. Nächsten Monat werde ich Bücher shoppen. Da werde ich mir mal wieder richtig was gönnen. Ich habe jetzt lange nichts gekauft, weil ich ja für mich so ein bisschen so ein Buchkaufverbot auch habe und ich ja keine Ritzi-Exemplare mehr anfragen wollte. Und ja, aber ich werde jetzt nächsten Monat mal wieder so ein bisschen shoppen gehen. Ich muss unbedingt mal wieder Bücher kaufen. Mir fehlt noch der zweite Teil von Monsters of Verity, von Cat and Cole, der dritte Teil von Fire and Frost, der vierte Teil von Das Reich der Sieben Höfe fehlt mir auch noch. Den vierten Teil von Broken Love habe ich jetzt erstmal an Ostern noch bestellt. Quatsch. Den vierten Teil der Sinners of Saint-Reihe habe ich jetzt an Ostern auch erstmal noch bestellt, weil der mir auch noch gefehlt hat. Also es waren jetzt so viele Bücher, die rausgekommen sind. Und ja, ich muss da jetzt erstmal ranklotzen und mal Bücher sammeln, dass ich auf aktuellem Stand bin, weil ich möchte ja meine Reihen auch gerne beenden. Und ja, aber jetzt erstmal Dark Palace, die letzte Tür tötet. Ich bin sehr gespannt. Das Ende vom ersten Teil war ja dann doch sehr, sehr interessant und spannend. Obwohl ja der erste Teil sich wirklich echt fast gelesen hat wie eine fette, lange Einleitung. Und das war ja sehr anstrengend, weil da einfach nicht viel passiert ist in diesem Buch. Aber wie gesagt, das Ende, die letzten 100 Seiten haben sie dann echt rausgerissen. Und ich hoffe einfach, dass der zweite Teil jetzt so wird wie die letzten 100 Seiten vom ersten Teil. Jo, ansonsten gibt es eigentlich auch nicht viel zu erzählen. Ich habe Ostern gut überstanden. Ich habe Ostern nicht wirklich irgendwas gemacht. Ich habe nur rumgegammelt und mich ausgeruht. Und das war so entspannend. Und ich bin so gut runtergefahren über Ostern. Also ich hatte ja die Woche vorher Urlaub. Ich hatte mich ja letzte Woche Mittwoch das letzte Mal gemeldet. Da war alles noch ein bisschen chaotisch bei mir. Da ging alles drunter und drüber. Donnerstag ging das genauso weiter. Ja, Freitag war dann so der erste Tag, wo ich wirklich so für mich war. Und wo ich halt auch sagen konnte, okay, ich mache jetzt das, was ich möchte. Und ich hatte einiges vor im Urlaub. Und ich habe mir dann einfach so gedacht, nö, scheiß drauf, du machst das jetzt nicht. Sondern du machst jetzt das, was du willst und fährst dich einfach mal runter. Also habe ich das ganze Osterwochenende gelesen und gezockt und einfach hier rum mich auf der Couch rumgekullert, Fernsehen geguckt und nichts gemacht. Und das war so entspannend. Ich kann euch das wirklich nur empfehlen, das auch mal zu tun. Ich habe dann zwar, klar, meinen Haushalt und alles nebenbei noch gemacht, aber ich habe halt nichts weiter gemacht. Und da ich ja Ostern eh nicht wirklich irgendwas machen konnte, weil mein Mann das ganze Wochenende Nachtschicht hatte, habe ich halt einfach mal nichts gemacht. So, also wir waren auch bei der Familie und so, aber
Es war jetzt sehr entspannt für uns. Heute war dann der erste Arbeitstag und ich hatte so ein bisschen Panik, dass mein Arbeitskollege noch krank sein könnte. Den hat es richtig, richtig übel erwischt, so wie es mich Anfang des Jahres entschärft hatte, hat es ihn jetzt entschärft. Und da mein anderer Kollege im Urlaub ist und meine eine Kollegin nur halbtags quasi da ist, wäre das sonst richtig kacke gewesen, wenn er jetzt noch krank gewesen wäre, weil dann weiß ich nicht, wie wir zwei das die Woche hätten hinkriegen sollen, meine Kollegin und ich. Aber er ist Gott sei Dank wieder da. Das heißt, es ist die Woche auch alles entspannt auf Arbeit. Und ja, was heißt entspannt? Es ist alles im grünen Bereich, nennen wir es so. Wir müssen trotzdem ein bisschen Gas geben die Woche, um alles fertig zu kriegen. Aber es ist nicht so, dass ich mich im Kreis drehe und anfange zu weinen, weil ich nicht weiß, was ich zuerst machen soll. Und ja, also da ist auch alles im grünen Bereich, was Arbeit betrifft. Und ja, ansonsten gibt es eigentlich auch nichts weiter zu erzählen. Wie gesagt, ich habe nicht wirklich viel erlebt und getan und gemacht. Und es war einfach alles ganz entspannt. Mehr kann ich auch gerade nicht sagen. Nee, mehr fällt mir jetzt auch gerade wirklich nicht ein. Ich würde sagen, ich mache jetzt hier Schluss für heute. Es ist Dienstag. Ich versuche Donnerstag den letzten Abschnitt zu filmen, dann das Video noch fertig zu drehen und dann Freitag gleich hochzuladen, dass das diese Woche noch online geht, weil ich ziehe das jetzt schon wieder, glaube ich, über 3 Wochen, dieses Weekly Reading. Auf jeden Fall versuche ich das Video die Woche noch online zu kriegen, dass es fertig ist. Damit ich es nicht noch über Wochen und Monate mitziehe. Ich mag das auch nicht, wenn Videos dann so weit entfernt sind. Ich habe das bei anderen Booktubern schon gesehen. Ich meine, das muss jeder für sich selber wissen und jeder muss gucken, wie er das selber auch zeitlich terminiert alles bekommt. Und jeder muss halt auch gucken, wie er das zeitlich packt. Das ist mir auch bewusst, aber ich persönlich mag das nicht, dass ich im April meinen Lesemonat von Dezember online stelle. Sowas will ich bei mir auf dem Kanal nicht haben. Und ich versuche halt wirklich auch immer, das alles zeitnah online zu stellen, wenn ich das auch drehe, dass das halt alles sich nicht so wie ein Rattenschwanz hinterherzieht. Ich mag sowas überhaupt nicht gerne und deswegen versuche ich jetzt, das Video die Woche noch online zu kriegen. Und ja, ich würde sagen, ich melde mich später wieder und dann bis Donnerstag, wenn ich nicht vergesse zu drehen. Ich kenne mich, Brot. Ich vergesse das bestimmt wieder. Ich muss mir irgendwo einen großen, fetten Zettel hinhängen, dass ich es nicht vergesse. So, bis dann. Hallo ihr Lieben, ich hatte ja gesagt, ich melde mich Donnerstag nochmal. Es ist Donnerstag, ich habe es nicht vergessen. Ich bin schon mal ein bisschen stolz auf mich, dass ich es nicht vergessen habe, mich zu melden. Und ich will jetzt, wenn ich diesen Abschnitt gefilmt habe, das Video schnell noch schneiden, wenn ich es dann hinkriege, heute noch fertig zu schneiden. Und dann sollte es morgen früh noch online gehen, wenn ich es schaffe, es heute noch hochzuladen. Das kommt ja dann auf YouTube an, wie schnell YouTube dann wieder ist. Und ja, das ist so jetzt der abendliche Plan. Da muss ich mir ein paar E-Mails schreiben. Da habe ich mir noch ein paar Notizen gemacht, was ich erst noch erledigen muss. Und ja, dann hoffen wir mal, dass ich das heute alles schnell über die Bühne kriege. Es ist ja jetzt auch schon 20 Uhr. Mein Männle ist gerade nebenan und randaliert in der Küche. Also falls ihr irgendwelche Hintergrundgeräusche hört, es tut mir leid. Ich habe nun mal einen Ehemann zu Hause. Ich wollte euch erzählen, was ich jetzt gerade aktuell lese. Und zwar lese ich zum einen Dark Palace, die letzte Tür tötet. Und ich habe mir hier Marker gemacht, wie viel ich jeden Tag lese, weil dieses Buch mich im Moment sehr beansprucht vom Denken her. Man weiß im Moment nicht, wer mit wem intrigiert und wer wen bescheißt und wer wen wie was wo hintergeht. Und es ist im Moment alles sehr, sehr schwammig. Und du hast einfach überhaupt keinen Durchblick und dieses ganze Durcheinander strengt mich sehr an beim Lesen. Und deswegen habe ich mir gedacht, ja, ich lese jeden Tag 50 Seiten, habe ich auch länger was von der Geschichte, kann nebenbei noch ein bisschen was anderes lesen. Und ja, deswegen habe ich mir hier Marker gesetzt, dass ich mir das Buch quasi einteile. Ich bin rein theoretisch nächste Woche Dienstag, Mittwoch fertig. Wenn ich Dienstag fertig wäre, wäre es noch April. Wenn ich Mittwoch fertig wäre, wäre es Mai. Ja, mal gucken, wann ich fertig werde. Vielleicht lese ich am Wochenende ein bisschen mehr, wie ich mir markiert hatte. Dann sollte ich bis Dienstag fertig werden. Dann habe ich es im April auf jeden Fall noch beendet. Also bisher kann ich zu Dark Palace nur sagen, dass das Buch exakt da ansetzt, wo der erste Teil aufhört. Ich finde es bisher sehr, sehr spannend. Ich bin jetzt, wie gesagt, auf den ersten 100 Seiten. Ich habe jetzt bis Seite 104 gelesen. Man hat jetzt gerade erfahren, wer jetzt quasi hinter dem Ganzen stand, was so im ersten Teil passiert ist. Aber man weiß jetzt halt wieder nicht, ob derjenige, welche der jetzt vermutet wird, der es war. Ne? Also es ist immer noch nicht hundertprozentig raus, dass der es war, aber die vermuten das jetzt halt.
Man weiß jetzt aber halt auch nicht, ob der, der vermutet wird, dass er für die ganze Sache verantwortlich ist, die da passiert ist, ob der nicht hintenrum wieder mit irgendwem anders intrigiert, weil so sieht es gerade aus mit dem, was jetzt gerade passiert ist. Also es ist auf jeden Fall gerade sehr, sehr spannend. Wie gesagt, ich finde es ein bisschen anstrengend im Moment zum Lesen durch dieses ganze Durcheinander, nennen wir es jetzt einfach mal so. Und ja, ansonsten finde ich das Buch bisher gut. Man liest das Buch ja auch wieder aus vielen verschiedenen Sichtweisen. Also man liest aus der Sicht von Luke, von Abby, von, ich werde mir seinen Namen nie merken, Cillian und von Garver, genau, Garver. Und ich glaube, aus Jenna haben wir auch schon gelesen aus seiner Sicht. Also man hat wieder ganz, ganz viele verschiedene Charaktere, aus dessen Sicht man diese Geschichten, aus dessen Sicht man diese Geschichte liest. Das finde ich zum einen sehr, sehr cool, weil man so viele verschiedene Einblicke bekommt auf die Story. Aber zum anderen ist das natürlich auch sehr, sehr anstrengend, wenn man stets und ständig einen Wechsel drin hat. Und das war mein Telefon, Entschuldigung. Das war die Rose, die mir gerade geschrieben hat über Instagram. Hallo Rose, falls du das siehst. Sei gegrüßt. Ich freue mich, dass du jetzt Booktube-Videos machst. Falls ihr es noch nicht wisst, die liebe, gute Rose Bloom ist ja Autorin und hat jetzt aber einen eigenen Booktube-Kanal gemacht. Der heißt Rose Bloom Autorin. Schaut auf jeden Fall mal bei ihr vorbei. Sie schreibt auch ganz, ganz tolle Liebesgeschichten. So, zurück zu Dark Palace. Wie gesagt, ich finde es einerseits gut, dass man mehrere Sichtweisen hat, aber andererseits schränkt das dann natürlich beim Lesen auch ein bisschen an. Packen konnte die Geschichte mich bisher noch nicht, aber das habe ich auch ehrlich gesagt nicht erwartet, da der erste Teil ja auch für mich damals ein bisschen schwierig war. Wäre das Ende vom ersten Teil nicht so extrem spannend gewesen und wäre da nicht hoppla hopp noch so viel Spannendes passiert, hätte ich ja den zweiten Teil gar nicht erst lesen wollen. Deswegen habe ich mir schon beim zweiten Teil auch gedacht, dass das kein Buch wird, was mich von der ersten Seite an packen tut. Ich habe eher damit gerechnet, dass es mir hier auch so geht wie beim ersten Teil, dass es eher wieder länger braucht, ehe es in Schwung kommt. Wie gesagt, es setzt genau da an, wo der erste Teil aufhört. Es ist einiges auch jetzt schon passiert, man hat einiges schon erfahren, aber es ist halt noch ganz, ganz viel in dieser Geschichte, wo einfach ganz viele Fragezeichen noch sind, wo man einfach keine Ahnung hat, was jetzt genau da dahinter steckt. Und ja, ich freue mich jetzt, das Buch noch zu lesen und das noch zu erfahren und zu ergründen. Und werde euch dann auf jeden Fall im nächsten Weekly Reading berichten, wie mir das Ganze hier gefallen hat. Und dann habe ich noch angefangen mit True North, Kein für immer ohne dich. Da habe ich die ersten 116 Seiten gelesen. Solche Bücher lassen sich einfach viel, viel leichter lesen als jetzt sowas wie Dark Palace. Ich muss sagen, das Buch gefällt mir bisher richtig gut. Die ersten 80 Seiten sind quasi das davor und der Rest der Geschichte ist dann so das Jetzt. Und ich muss sagen, bisher gefällt es mir wieder richtig gut. Die Geschichte von Sarah und ihrer kleinen Tochter hat mich ja schon im dritten Teil sehr interessiert. Also man bekommt über die ersten drei Teile Sarahs Geschichte schon so ein bisschen mit. Sie ist Barkeeperin und ist dann auf einmal schwanger von irgendeinem unbekannten Typen, der auf der Durchreise war. Und Sarah hat sich quasi in der Geschichte schon damit abgefunden, ihre kleine Tochter allein großzuziehen, weil sie auch keine Ahnung hat, wer der Typ jetzt eigentlich ist, der Vater ihres Kindes ist. Und ja, eines Tages steht er wieder vor der Tür. Und Sarah weiß jetzt nicht so richtig, wie sie mit dieser Situation umgehen soll. Und ich finde, die Geschichte klingt schon mal sehr, sehr spannend. Und wie gesagt, sie ist auch sehr, sehr spannend, weil man halt auch das Ganze, was vorher so mit Sarah war, auch schon mitgekriegt hat, auch über die Schwangerschaft und das Ganze. Und ja, ich bin jetzt sehr gespannt, was noch passiert. Ich bin jetzt gerade an dem Punkt, wo sie ihn wiedergesehen hat, quasi nach der Zeit. Und ja. Ich lasse mich jetzt überraschen, was jetzt noch kommt. Ich freue mich auf jeden Fall da, schon ganz, ganz tolle weiterzulesen. Und ja, mehr kann ich dazu jetzt eigentlich auch nicht sagen, also dass es bisher wieder richtig, richtig toll ist. Und rein theoretisch habe ich noch ein Buch auf meiner Leseliste, was ich noch diesen Monat lesen müsste. Ich aber keine Ahnung habe, ob ich es schaffe. Ich hatte mir mehr Bücher für April auf die Liste gesetzt, weil ich dachte, ich lese im Urlaub mehr. Aber ich bin im Urlaub irgendwie so gut wie gar nicht dazu gekommen, weswegen ich jetzt noch ein bisschen hinterherhinke. Naja, mal gucken. Ich lese jetzt erstmal das hier und Dark Palace und wenn ich die beiden Bücher bis zum 30. noch zu Ende kriege, bin ich schon happy. Dann habe ich nämlich, glaube ich, 11 Bücher gelesen im März. Das wäre ein richtig guter Schnitt für mich. Nee, im April. Wir haben ja schon April, oh mein Gott. Also auf jeden Fall hätte ich schon im April 11 Bücher gelesen. Und ja, schauen wir mal. Ansonsten gibt es auch nichts weiter zu berichten. Ich habe die Woche nichts weiter erlebt. Es war nichts Spannendes, was hier passiert ist. Ich war halt wieder arbeiten, der übliche Alltagstrott. Und ja, ich würde sagen, ich melde mich dann
beim nächsten Weekly Reading. Ich gucke mal, dass ich das vielleicht am Wochenende starte, wenn ich es nicht wieder vergesse. So wie öfters in letzter Zeit. Und ja, werde euch dann natürlich auf dem Laufenden halten, was es hier so Neues gibt. Und jetzt verabschiede ich mich erstmal an dieser Stelle und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und wie immer gilt, wenn ihr irgendwas zu sagen habt, schreibt es gerne unten in die Kommentare. Ich freue mich drauf und ja, bis denn dann. Tschüssi!